Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Fraktion der CDU spricht deren Fraktionsvorsitzender Michael Boddenberg. Aufgrund der anzurechnenden Kurzintervention sind es 38 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bitte nicht um Nachsicht dafür, dass ich jetzt noch ans Rednerpult gehe. Das sieht die Reihenfolge der Fraktionen so vor, dass die Regierungsfraktion der CDU zum Schluss spricht. Ich habe damit allerdings so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich keine Rede vorbereiten kann, weil ich ja erst einmal abwarten muss, was hier Kolleginnen und Kollegen vortragen. Ich will versuchen, auch möglichst wenig zu wiederholen, aber auf einige wesentliche Punkte dieser Debatte schon eingehen. Ich fange mal hinten an bei dem, was Herr Schalauske gerade vorgetragen hat. Herr Schalauske, ich glaube, davon kann das Publikum ausgehen. Linke und CDU werden in grundsätzlichen Fragen auch der Haushaltspolitik nie zueinander kommen. Sie haben als Linke nach wie vor eine Mentalität, eine Ideologie, könnte man auch sagen, die zum einen das Wort kostenlos, glaube ich, in jedem zweiten Satz benötigt, zum zweiten immer dann mit der Antwort kommt, das machen wir über die Vermögensteuer, und was wir über die Vermögensteuer nicht hinbekommen. Da gab es ja rot-grüne Regierungen, die schon erklärt haben, warum das so ist. Das ist 15 Jahre her. Da haben Sie möglicherweise noch sich mit diesen Fragen gar nicht befasst. Das wollen Sie dann über Neuverschuldung. Das wollen Sie dann über Neuverschuldung lösen. Da gibt es auch Teile in der Sozialdemokratie, die mit dem Thema Investieren und Verschuldung zu zinsgünstigen Zeiten durchaus liebäugeln. Ich glaube, da gibt es auch eine Debatte im Bund. Das kann ich hier offen sagen, zwischen Christdemokraten und Grünen auf der anderen Seite. Und es ist völlig in Ordnung, dass man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich will nur noch einmal hier sehr deutlich die Beweggründe der Union darlegen, weshalb wir der festen Überzeugung sind, dass diese sogenannte Schuldenbremse, die ja in Wahrheit keine Schuldenbremse ist, sondern die klar geregelt ist, die auch in Krisenzeiten es möglich macht, dass man interveniert, aber im Regelfall eben halt vorsieht, dass es keine Neuverschuldung geben soll. Und da will ich schon noch einmal daran erinnern, was wir vor gut 10 Jahren in diesem Land und in Europa und in der Welt erlebt haben. Das haben ja mittlerweile viele völlig ausgeblendet. Das ist erst 10 Jahre her, dass die Welt vor dem Kollaps stand, dass wir eine Weltwirtschafts- und Finanzkrise hatten und danach einen Vertrauensverlust der öffentlichen Hände, wie sie, ich glaube, in der Nachkriegsgeschichte ein zweites Mal es nicht gegeben hat. Ich erinnere einmal an unsere Mitgliedstaaten in Südeuropa. Ich erinnere an Griechenland, an Spanien, an Portugal und andere. Und an Kapitalmärkte, über die sich diese Staaten, die wir natürlich auch bedienen und finanzieren, die schlichtweg nicht mehr bereit waren, diese Staaten für die Zukunft wichtige Aufgaben zu finanzieren. Ich will es hier nicht zu einem langweiligen, theoretischen, abstrakten Vortrag kommen lassen, aber ich will nur sagen, ich glaube, dass jeder wissen muss, dass wenn gerade Deutschland und gerade eines der stärksten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland damit begönne, konjunktiv, Frau Kollegin Nancy Faeser, diesen Grundsatz aufzuweichen, dass das ein fatales Signal an die Kapitalmärkte und damit an die Finanzierung von Staaten auf diesem Globus, insbesondere auch in Europa, bedeuten würde. Das ist einer der Gründe, genauso wie der, den der Ministerpräsident heute vorgetragen hatte. Er hatte das Wort Mitgift ein wenig entfremdet. Weil ich habe einmal gelesen, Mitgift kommt eigentlich aus irgendeinem mitteldeutschen Jahrhundert, glaube ich, dem 15. Jahrhundert, und heißt mitgeben in Mittel- und Altdeutsch. Aber man kann Mitgift natürlich heute auch als Vokabel genauso lesen, wie es der Ministerpräsident getan hat, und sagen, ja, ich finde es nach wie vor, und da bin ich völlig und hundertprozentig bei ihm, unverantwortlich, dass wir den Kindern mehr an Aufwand und Krediten und Schulden und Rückzahlung von Schulden hinterlassen, als es sein muss und sein sollte in diesen Tagen. Kolleginnen und Kollegen, zu dem, was hier vorgetragen worden ist, was die Ausstattung der einzelnen Ressorts anbelangt, werden wir morgen ganz viel diskutieren. Zu dem, was zu den Kommunen gesagt worden ist, glaube ich, kennen Sie die Eckdaten? Ja, ich freue mich darüber, dass wir einen Anstieg von 15% haben, von 2019 auf 2020, was den kommunalen Finanzausgleich anbelangt. Und ich will schon noch auch hinzufügen, dazu kommen ja noch eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen. Eben sind genannt worden die Beiträge des Landes, die freiwilligen Beiträge des Landes, dort, wo der Bund sich zurückzieht, Stichwort Kita-Investitionsprogramm.
Ich könnte über die Schwimmbäder reden, die wir und wo wir den Kommunen helfen, sie zu finanzieren bzw. Investitionen und Restaurierungen vorzunehmen. Ich könnte genauso noch einmal das Familienleistungsausgleich als Thema nennen, wo der Bund 40 Millionen € praktisch einhält, die wir zukünftig kompensieren werden. Die Liste können Sie ebenfalls um viele weitere Punkte ergänzen und kommen sicherlich zu einem, nämlich dass es den Kommunen finanziell noch nie so gut ging wie gerade in diesen Tagen. Und Frau Kollegin Faeser, Sie sind ja heute auch darauf eingegangen, und Herr Rudolph hat zwischengerufen. Ja, wir haben nach wie vor eine Herausforderung bei der Verschuldung vieler Kommunen. Das ist richtig. Aber zur Wahrheit gehört ja auch. Und ich finde, wir sollten, wenn wir darüber reden und streiten, immer auch alle Teile dieser Debatte beleuchten. Zur Wahrheit gehört ja auch, Frau Kollegin Faeser, dass die hessischen Kommunen die mit Abstand höchsten Steuereinnahmen aller Kommunen der Bundesrepublik Deutschland haben. Und zu dem Thema gehört auch, Frau Kollegin Faeser, dass die hessischen Kommunen in den letzten drei Jahren Überschüsse erwirtschaften konnten von immerhin 1,7 Milliarden €. Das hat es in keinem anderen Land gegeben. Dass 95% per se ausgeglichene Haushalte haben. Aber ich sage ausdrücklich, das führt nicht dazu. Hier sitzen auch viele Kommunalpolitiker. Wer wären wir denn? Das führt nicht dazu, dass wir die Kommunalfinanzen aus den Augen verlieren. Aber es muss schon noch einmal gesagt werden, dass wir große Anstrengungen unternommen haben. Und die Hessenkasse ist hier erwähnt worden. Ich habe eine Zahl im Kopf, die bundesweit über dpa gelaufen ist, auch aus dem Bundesfinanzministerium gelaufen ist, nämlich dass der Rückgang der kurzfristigen Kassenkredite deutscher Kommunen 16% betragen hat und dass, wenn Hessenkasse nicht gemacht hätte, dieser Rückgang 5 Prozentpunkte betragen hätte, was zeigt, welche Dimension dieses Programm hatte, auch mit Blick auf die Situation der gesamten Bundesrepublik. Und auch dafür ist ja heute gesprochen worden, zum wiederholten Mal. Ich glaube, das kommt häufig von der FDP. Also eigentlich habt ihr ja Geld bis zum Abwinken. Ich glaube, Kollege Rock hat davon gesprochen, dass wir im Vergleich zu 2014 6 Milliarden mehr haben. Das stimmt. Aber auch dazu gehört ja dann, dass man nicht nur einfach mal so einen Satz sagt, sondern schlichtweg mal schaut, wo sind denn diese 6 Milliarden eigentlich geblieben? Und dazu gehört natürlich, dass in diesen 6 Milliarden alleine oder 2 Milliarden von diesen 6 Milliarden der Aufwuchs im kommunalen Finanzausgleich ist. Es ist ja richtig, dass heute gesagt wurde von Matthias Wagner, dass wir in wenigen Jahren von 3 auf 6 Milliarden verdoppelt haben. Ich rechne jetzt einmal den Zeitraum zu 2014/2020. Also 2 Milliarden mehr im kommunalen Finanzausgleich. Ich glaube, das wird niemand kritisieren. Wir geben auch mehr aus für Personal, einmal weil es Tarifsteigerungen gegeben hat. Eine der ersten Amtshandlungen des Innenministers war, ich finde, einen sehr ordentlichen Tarifvertrag auszuhandeln über 3 Jahre, ich glaube, mit 8% Zuwachs für die Beschäftigten und vielen weiteren Details, von denen ich glaube, wir häufiger reden sollten, dass hessische Bedienstete hin und wieder darauf an erinnert werden, was wir an besonderen Leistungen auch haben für hessische Bedienstete, seien es die Beamten, aber seien auch die im öffentlichen Dienst. 2 Milliarden mehr für Personal, übrigens auch für mehr Personal in Köpfen. Das ist ja von der FDP in der Pressekonferenz kritisiert worden. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Kritik einerseits sehr pauschal daherkam, aber auf die Frage, was das denn für Jobs sind, 15.000, relativ wenig geantwortet wurde. Ich sage heute noch einmal, ein größter Teil dieser 15.000 des Zuwachses von 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, übrigens ganz so viele sind es nicht, darüber reden wir morgen noch einmal, sind Lehrerinnen und Lehrer, sind Beschäftigte an Hochschulen, sind Beschäftigte im Justizvollzug, sind Beschäftigte bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und. Also allesamt Beschäftigte, von denen wir als CDU-Grüne-Fraktion jedenfalls sagen, dass wir genau das an Aufwuchs wollen. 2,2 Milliarden, Frau Schardt-Sauer, 2,2 Milliarden von den 6 sind Mehrausgaben für Personal zwischen 2014 und 2020.
Und dann haben wir immerhin noch in diesem Zeitraum bisher 700 Millionen Schulden abgebaut. Das müssen Sie auch mit einrechnen. Und wir haben 500 Millionen mehr Investitionen. Ja, darüber können wir gerne streiten. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden damit, dass wir mit der Investitionsquote nicht dort landen, wo wir gerne landen würden. Wir haben nicht nur Hessen, wir alle in Deutschland zurzeit ein Problem, teilweise das Geld zu verausgaben, was in den Haushalten budgetiert ist. Das wissen wir alle. Ich glaube, das muss man nicht lange diskutieren und auch nicht lange nach den Gründen fragen. Ja, und wir haben auch mehr Geld für Flüchtlinge ausgegeben. Der einzige Beitrag der AfD im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung und Anträgen, die dazu gestellt worden sind, war ja eigentlich, dieses ganze Thema zu lassen, alles auf Null zu stellen, weil die gibt es ja eigentlich nicht in unserem Land. Mehr will ich zur AfD heute nicht sagen. Das erklärt sich von selbst, dass das eine Welt ist, in der ich jedenfalls nicht lebe, in der die AfD lebt. Also alles zusammengenommen, kommen Sie genau auf diese 6 Milliarden. Und insofern, glaube ich, gehört all das zur Wahrheit dazu, aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es tatsächlich so ist, dass wir trotz eines Rekordhaushaltes ganz viele Dinge haben, die wir uns nicht leisten können und zukünftig wahrscheinlich auch nicht werden leisten können. Die Forderung der SPD, A13 für die Grundschullehrer, ja, ist völlig in Ordnung für eine Oppositionspartei, wenn sie in Summe aller ihrer Forderungen auch bereit ist, konkret Antwort auf die Finanzierung all der Dinge zu geben, die sich so unterjährig verkündet, wäre es in Ordnung. Darüber reden wir sicherlich die ganze Legislaturperiode immer wieder. Aber auf der anderen Seite gehöre ich jedenfalls zu denen, die sagen, denkt an die Folgen, weil wir reden dann ganz sicher nicht nur über A13 bei Grundschullehrern, sondern wir reden auch darüber, dass sich andere Schulformen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sehr klar erklären werden, das haben sie übrigens auch schon getan, dass wir dann Gehaltssprünge bzw. Besoldungssprünge auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Lehrerberufe haben werden. Und ob und was dann Polizeibeamte sagen und Erzieherinnen und andere sagen, das ist dann die kommunale Ebene, das weiß ich auch. Also ich will nur sagen, mal soeben A13 Grundschullehrer ist mir ein bisschen wenig und zu kurz gesprungen. Und insofern bin ich der Meinung, dass man hin und wieder auch darüber reden sollte. Und das wissen Lehrerinnen und Lehrer auch. Und das war ja keine Einzelfallschule, die der Ministerpräsident und der stellvertretende Ministerpräsident in Offenbach besucht haben. Also ich komme jedenfalls in aller Regel zu Schulen, die nicht marode sind, Herr Schalauske, wie Sie es eben genannt haben. Das ist völliger Unfug. Wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Regel durchaus mit vielem, nie mit allem, aber mit vielem zufrieden sind. Und ich komme hin und wieder in Schulen und erlebe, dass Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen durchaus bereit sind, anzuerkennen, was wir ansonsten für Lehrerinnen und Lehrer und für Schulen und für Schüler in diesem Land tun. Also die Tatsache, dass wir nach wie vor 105% Versorgung haben, führt natürlich bei jedem Lehrer einer jeden Schule dazu, dass er eine ganz andere Attraktivität dieses Berufes hat, als das in Ländern der Fall ist, in denen wir weit unter 100% sind. Wir hatten im letzten Jahr den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen bei uns. Und ich erinnere mich wortwörtlich, beim Rausgehen in unserer Künzeller jährlichen Veranstaltung sagte Armin Laschet, also eins will ich jetzt schon noch sagen zum Schluss, wir wünschten, dass wir in Nordrhein-Westfalen es schaffen, in dieser Legislaturperiode wenigstens bei den Grundschulen so weit zu kommen wie ihr hier in Hessen. Mehr, glaube ich, muss man dazu nicht sagen. Das ist unser nördliches Bundesland. Und wir hatten in der letzten Plenarsitzung schon Zwischenrufe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zu dem, was hier von linker Seite vorgetragen worden ist, nämlich Berlin als Beispiel zu nehmen. Ich meine, das kann man ja machen. Aber ob es bei Schulpolitik und einigen anderen Politikfeldern wirklich klug ist, lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls mussten Sie sich die Frage gefallen lassen, wollen Sie Berliner Verhältnisse, was die Grundschulen anbelangt, also dann auch eine Nichtverbeamtung von Grundschullehrerinnen? Ich will das ausdrücklich nicht. Die hessische CDU und die Grünen, glaube ich, wollen das allesamt nicht. So, und insofern haben wir eine Aufstellung dieses Haushaltes, von dem ich sage, der ist sehr solide, seriös gegenfinanziert. Übrigens auch die Anträge, die die CDU und Grünen noch einmal als Fraktionsanträge eingebracht haben. Ich komme noch auf zwei, drei Beispiele zu sprechen. Aber in Summe einen Haushalt, von dem ich sage, der kann sich nicht nur sehen lassen, sondern dieser Haushalt ist auch aufgestellt in der Verantwortung für das, was vor uns liegt, insbesondere für nachfolgende Generationen. Und wenn wir uns die einzelnen Bereiche anschauen,
Ich habe eben kurz bei der Intervention das Thema Rechtsextremismus aufgerufen, will ich schon sagen. Also aufgefallen ist es mir schon. Sie haben dann noch einmal versucht, ein bisschen nachzuarbeiten, Frau Faeser, dass Sie in Ihrer ersten Runde jedenfalls das Thema innere Sicherheit eher ausgespart hat. Mit wenigen Ausnahmen. Ja, weil sonst hätten Sie ja darüber reden müssen, wie erfolgt die Innenpolitik des Landes Hessen ist, unter auch diesem Innenminister Peter Beuth, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann hätten Sie darüber reden müssen, nicht nur, dass wir tolle Ergebnisse, was die Aufklärungsquoten anbelangt, sondern dass wir insgesamt auch in Summe einen Rückgang der Fallzahlen haben und deutlich unter früheren Niveaus sind, was die Fallzahlen anbelangt. Und wenn mir jetzt da wahrscheinlich gleich einer erklären wird, das ist mal wieder Statistik und wird nicht so genau hingeschaut, sage ich, glaube, es ist noch nie so genau hingeschaut worden, was Delikte und Delikthäufigkeit in den unterschiedlichen Deliktfeldern anbelangt, wie in diesen Tagen. Insofern finde ich das erst einmal sehr erfreulich. Und wir können den Menschen in Hessen sagen, ja, ihr dürft auch darauf vertrauen, dass der Staat dafür sorgt, dass ihr in diesem Land sicher, nicht nur in guter Situation wirtschaftlich, sondern auch sicher leben könnt. Ja, und das hat etwas zu tun mit Budgets. Ja, und Sie können leider nicht aus Ihrer Sicht. Sie sollten mal dabei sein, wenn wir über die Haushaltsaufstellung reden. Natürlich streitet auch ein Innenminister dafür, dass er gerne noch das ein oder andere zusätzlich hätte. Aber die Mittel sind, das habe ich eingangs angesprochen, insgesamt begrenzt. Und es gibt trotz immer wieder auch sicherlich noch berechtigter Forderungen und am Ende des Tages auch, ich finde, verantwortungsvolle Gespräche. Wo setzen wir Prioritäten? Und es gehört auch dazu, wo geht es nicht nur um Geld? Auch um Geld, aber nicht in erster Linie um Geld. Und da will ich schon sagen, dass das hessische Innenministerium, der hessische Innenminister und sicherlich auch sein Vorgänger in einigen Teilen Maßstäbe gesetzt haben. Was die Ausstattung der Polizei anbelangt, und damit meine ich jetzt nicht nur die Uniform und die Schutzwesten und vieles andere mehr, sondern auch was anbelangt, die unterschiedlichen Möglichkeiten mit technischer Ausstattung Polizisten sicherer zu machen in ihrer Arbeit. Auch übrigens sicherer zu machen, wenn es am Ende mal so ist, dass sie von jemandem, mit dem sie zu tun hatten, auf der Straße in irgendeiner Form belangt werden wollen. Stichwort Webcams und anderes mehr. Mit Analysesoftwareprogrammen, die bundesweit Maßstäbe gesetzt haben. Ich glaube, das werden Sie bestätigen, Frau Faeser. Ja, wo es hier auch Streite darüber gegeben hat, wie weit geht man dort mit IT, mit Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz im Bereich der IT, wo es darum geht, Prognose zu haben und zu schauen, wo kann möglicherweise welches Delikt tatsächlich stattfinden. Also hier haben wir, ich finde, in Hessen nicht nur seit Jahren, sondern gerade auch in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt, die zu diesem Ergebnis, wie ich es eben beschrieben habe, in der inneren Sicherheit führen. Und dann geht es über den Bereich der Justiz, nicht nur mehr Personal, sondern dort auch eine Reihe von Initiativen der Justizministerin im Bundesrat. Das wird ebenfalls sicherlich dann in den Einzelressorts und Budgets morgen besprochen werden. Hin zu dem Bereich der Bildung. Und da will ich schon noch einmal sagen, ist uns und sind uns einige Punkte sehr, 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 sehr wichtig. Das eine ist, dass die Bildungssprache Deutsch den Haushalt nicht nur an verschiedenen Stellen prägt, sondern auch das letzte Jahr des Kultusministers als Präsident oder Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz. Ein wichtiger Punkt deswegen, weil ich glaube, wir uns alle unstreitig gleichermaßen der Meinung sind, dass eine zentrale Bildungssprache, nämlich Deutsch, in den Schulen die wichtigste Voraussetzung für einen späteren Schul- und Lebenserfolg für jedes einzelne Kind bedeutet. Und das ist nicht nur die Grundschule, das ist nicht nur auch die Erhöhung der Stundenzahl dort, sondern das ist beispielsweise auch der Bereich der beruflichen Bildung. Und wenn ich das Stichwort mir selber gebe, berufliche Bildung, sage ich, ich glaube, dieser Haushalt gibt auch eins zum Ausdruck, was uns ebenfalls sehr wichtig ist, nämlich dass wir eine absolute Gleichstellung und Gleichwertigkeit herstellen zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung. Da wird es einige schicke Dinge beispielsweise auch des Wirtschaftsministers geben mit einem Infobus, der mit Hightech, mit Digitaltechnologie die Schulen bereist und wo Schülerinnen und Schüler sich anschauen können, was ist in vielen unterschiedlichen Berufsfeldern in der beruflichen Bildung heute technischer Standard. Aber da gibt es auch eine ganze Reihe von, ich sag mal, auch politischen Auseinandersetzungen, die wir weiter führen müssen, übrigens weiterhin auch führen müssen, wenn ich nämlich auf Neujahrsempfängen beispielsweise der Stadt Frankfurt x-fach höre,
dass es ein Wert an sich ist, dass 65% der jungen Menschen die Universität besuchen nach Schulbesuch oder nach ihrem Schulabschluss. Das kann ja schön sein, wenn die dann alle auch einen Job finden. Aber ich glaube, wir wissen, dass es nicht so ist. Und wir sollten hin und wieder auch darüber reden, und das werden wir jedenfalls nicht nachlassen, jungen Menschen zu sagen, dass es auch außerhalb der akademischen Laufbahn tolle Laufbahnen in diesem Land gibt. Und das ist gerade, glaube ich, in einem Land wie Hessen deswegen besonders wichtig, weil, und davon ist eben auch gesprochen worden, die Arbeitsplätze der Zukunft eben nicht nur algorithmisiert sein werden oder Menschen sein, die sich mit diesen Dingen von Berufswegen und technologisch beschäftigen, sondern die auch ganz normal weiter Berufe haben werden in gewerblichen Berufen, im Handwerk, in der Dienstleistung, in der Gastronomie und wo sie auch immer hinschauen. Und dort sehe ich die größere Herausforderung als die, Herr Schalauske, die Sie beschrieben haben, nämlich tatsächlich die Herausforderung, dass wir Menschen, und zwar 100% junger Menschen, dazu in die Lage versetzen müssen, dass sie den Anforderungen dieser Berufe gerecht werden. Und am Ende ist das die beste Sozialpolitik, die wir machen können, indem wir alle jungen Menschen in den Job bringen. Wir sind dort sehr, sehr weit. Ich glaube, kaum jemand in Deutschland wird behaupten können, dass er besser ist als Hessen, wenn es um die Frage des Arbeitsmarktes geht, wenn es um die Frage der Jugendbeschäftigung geht. Aber wir können dort immer noch ein bisschen besser werden, allerdings nicht mit den falschen Botschaften, wie sie manchmal insbesondere von sehr linker Seite kommen. Meine Kolleginnen und Kollegen, ja, ich finde schon, dass man, wenn es denn so ist, auch einmal darauf hinweisen darf, dass nicht nur wir uns selbst loben, das gehört dazu, wenn wir meinen, dass die Regierung und wir gemeinsam eine gute Arbeit abliefern, sondern auch andere uns loben. Der Ministerpräsident hat heute darauf hingewiesen, und das beantwortet ja eigentlich die gesamten Scharmützel der FDP, insbesondere zum Thema Digitalisierung der letzten Monate und Jahre. Der Ministerpräsident hat heute völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres, vom Bundesverband der deutschen Internetwirtschaft auf Platz 1 gesetzt worden sind, was das Thema digitale Infrastruktur und Digitalisierung in einem Bundesland bedeutet. Und dazu gehört nicht nur der Breitbandausbau. Da sind wir relativ ordentlich im Bundesvergleich aufgestellt. Das wissen Sie, ich glaube, auf Platz 3. Natürlich gehört auch dazu der Mobilfunk. Und wenn Herr Rock hinterfragt hat, warum denn noch nicht so viel Geld in den Haushalt eingestellt, er ist nicht da, ich kann es ja weitergeben. Wenn Herr Rock gefragt hat, warum das noch nicht in vollem Umfang im Haushalt etatisiert ist, kann ich eine einfache Antwort geben. Das ist noch im Notifizierungsverfahren der Europäischen Union, weil es wettbewerbsrechtliche und Beihilfefragen zu klären gilt. Wir sind aber gute Dinge, dass das geht. Das ist unser 50-Millionen-Programm, das den Lückenschutz der 2% am Ende gewährleisten soll, tatsächlich auch stattfinden wird, und zwar sehr zeitnah stattfinden wird. Also dieser Preis, dieser erste Preis des Landes Hessen hat nicht nur mit Infrastruktur zu tun, sondern berücksichtigt beispielsweise auch, dass wir sagen, ja, wir wollen sehr viel breiter Digitalisierung auch in der gesellschaftlichen und politischen Debatte haben. Und ob das ein Kompetenzzentrum ist, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie implementiert man eigentlich Digitalisierung in die öffentliche Verwaltung, was bedeutet das für die Beschäftigten? Dass wir uns mit ethischen Fragen zu beschäftigen haben. Die Ministerin sagt, das ist eine genauso gleichwertig wichtige Baustelle wie das andere, nämlich der technische Teil meiner Aufgaben, und das teile ich ausdrücklich. Ob es mit Hightech-Fragen zu tun hat, künstlicher Intelligenz, wir schaffen gerade 20 neue Lehrstühle, das steht im Koalitionsvertrag, das kennen Sie, und. Und ich sage noch einmal in Summe, es geht immer noch ein bisschen schneller, gar keine Frage. Aber der Slogan der FDP, Digital First, glaube ich, hieß es, Bedenken Second, ist mir ein bisschen zu kurz beschwungen, weil es ist nun einmal so, dass manche Menschen auch Bedenken haben. Da müssen wir Antworten finden, und das machen wir in Summe und in Gänze. Und insgesamt geben wir 1,2 Milliarden € in der gesamten Legislaturperiode aus. Ich glaube, das ist Maßstab, wie in Hessen schon an anderen Stellen gesetzt hat. Und wir werden am Ende des Tages dort große Schritte vorankommen. Auch dazu aber mehr in den Diskussionen der einzelnen Ressorts. Und lassen Sie mich vielleicht noch zum Schluss natürlich auch auf das Thema Wirtschaft eingehen. Ich lasse das ein oder andere weg. Holger Berlino guckt schon ein bisschen auch auf die Uhr. Das ist in Ordnung, lieber Holger Berlino. Aber lassen Sie, und wir sollten auch zum Schluss noch einmal über die hessische Wirtschaft sprechen. Zum einen ist es, glaube ich, in den Parteien unstrittig, dass ein Trialog zwischen Industrie, zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Politik und dem Mittelstand ein wertvolles Instrument ist, damit wir uns weiter regelmäßig mit allen die Wirtschaft betreffenden Fragen beschäftigen, auch mit den Sorgen von Unternehmern, aber auch Arbeitnehmern beschäftigen.
Dass wir die Infrastruktur weiterentwickeln, ist heute schon vom Ministerpräsidenten vorgetragen worden. Ja, wir haben 120 Millionen € für den Landesstraßenbau vorgesehen. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, es sind 79 Millionen € für den Bereich der Planung. Und das wiederum bedeutet, dass wir hoffentlich nachkommen mit dem, was Planfeststellungsbeschlüsse und Verfahren anbelangt, auf der einen Seite und dem tatsächlichen Bau von Straßen und Infrastruktur, auch Radwegebau gehört natürlich dazu, sodass wir dort einen großen Schritt nach vorne kommen. Frau Müller, das war ausdrücklich an Sie gerichtet natürlich. Ich will aber auch den kritischen Punkt aufgreifen, der heute angesprochen worden ist, nämlich das Thema Start-ups. Ja, wenn man die reinen Investitionsvolumina sieht, die dort in den Metropolregionen Deutschlands in 2018 geflossen sind, dann steht da Hessen in diesem Ranking nach Euro nicht ganz vorne, sondern eher im Mittelfeld. Das ärgert uns natürlich auf ersten Blick. Auf zweiten Blick muss man natürlich wissen, dass diejenigen, nämlich Ernst & Young, die diese Studie veröffentlicht haben, so viel wie ich weiß oder zu lesen war, diese Studie erstellt haben nach Presseberichten. Und Presseberichte berichten in aller Regel über größere Volumina. Die stimmen immer, Matthias Wagner, aber sie berichten möglicherweise nicht über alles, was dort stattfindet. Und wenn Sie sich denn mal anschauen, wo kommen denn die großen Investitionen, Investitionssummen in Berlin und München her, und diese beiden Städte sind da markant vorne, insbesondere Berlin, dann werden Sie sehen, dass ein großer Teil dieser 3 Milliarden € in Berlin und ich glaube 1,3 oder 4 Milliarden € in München sich auf 2, 3, 4 Großinvestments konzentriert. Das ist so, das will ich nicht bewerten, ich will es nur feststellen und sagen. Wichtiger ist mir und uns jedenfalls, dass wir die vielen kleinen 1, 2, 3, 4, 5-Mann-Start-ups auf die Schiene setzen, weil das in der Breite eine völlig andere Wirkung hat und auch die Wachstumspotenziale, die daraus kommen, sehr viel spannender sind. Und da, finde ich, haben wir alle richtigen und wichtigen Schritte, das Fintech ist als Beispiel genannt worden, eingereicht. Und Sie können sich eine Liste anschauen von 15, 20 Standorten, vor allen Dingen an Hochschulen, wo auch Ausgliederungen aus Hochschulen stattfinden in zunehmendem Maße. Und von dem man insgesamt sagen kann, da sind wir sehr gut aufgestellt. Wenn mit Kassel und Darmstadt zwei Hochschulen unter den 12 herausragenden Hochschulen im Bundesgebiet sind, was das Thema Ausgründung und Start-up-Szene anbelangt, freue ich mich darüber. Ich freue mich auch darüber, dass es eine nordhessische Universität ist, auch Darmstadt, aber eben auch Kassel. Wenn Kassel die Hochschule ist, die als eine von sechs entsprechende Titel des Bundes, was Existenzgründer, Hochschulen und Expertise anbelangt, tragen darf, finde ich das auch toll. Auch das sollte man ja hin und wieder erwähnen. Und wenn es vor allen Dingen so ist, dass wir sagen, ja, wir wollen bei der Startfinanzierung und vor allen Dingen bei der frühen Wachstumsfinanzierung als Staat helfen und wir einen Zukunftsfonds auflegen in Größenordnung 250, 300 Millionen, der sehr, sehr gut angenommen ist, jetzt, wo wir ihn gerade dabei sind, auch das Geld zu sammeln, dabei sind, ihn aufzustellen, dann glaube ich, ist das die richtige und konsequente Maßnahme zu dem, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass auf die Statistik betrachtet ich auch nicht so ganz zufrieden bin mit dem, was Start-up, Bund- oder Ländervergleich heißt. Das heißt, da, wo es mal nicht so ist, dass wir ganz vorne sind oder auf vorderen Plätzen sind, glaube ich, sagen zu dürfen, sind wir mit den richtigen Maßnahmen unterwegs. Und allerletzter Punkt. Ja, ich will auch auf das Thema Umwelt eingehen und konkret noch ein Beispiel nennen. Es ist heute schon über den Klimapakt gesprochen worden, und es ist darüber gesprochen worden, dass manche glauben, dass die Grünen schwarz geworden sind, und manche glauben, dass wir grün geworden sind. Das ist so in Koalition. Mit dem Vorwurf kann ich aber ganz gut leben. Weil manchmal fragt man sich ja, weil ich das auch schon von Frau Wissler gehört habe in diesem Interview bzw. dort gelesen habe, was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Also mein Demokratieverständnis ist, dass wir zwei Parteien in dieser Koalition haben. Dass es eine grüne Programmatik und eine CDU-Programmatik gibt. Und jeder, der sich damit beschäftigen will, wird feststellen, da gibt es Unterschiede. Welche Überraschung? Also für mich das Normalste der Welt in einer Demokratie. So, und dann führt man nach einer Wahl Sondierungsgespräche durch. Das haben wir getan mit Sozialdemokraten, mit Grünen, also wir als CDU.
auch mit der FDP, und kommt am Ende zu der Idee, wo könnte es denn am besten gelingen, dass wir möglichst viel von dem, was wir gerne hätten, durchsetzen und umsetzen, aber auch insgesamt das Land am Ende am meisten davon profitiert und die Menschen in unserem Land. Und dann führt man Koalitionsverhandlungen, das haben wir über einige Wochen getan, in Arbeitsgruppen getan, über jedes Detail verhandelt, bis nächtens um Mitternacht und manchmal auch darüber hinaus. All das ist normal. Und dann kommt daraus ein Koalitionsvertrag, in dem es natürlich grüne Akzente gibt, in dem es schwarze Akzente gibt und im einen Fall mal mehr oder mal weniger jemand, der das von außen sieht und kritisch sieht oder ich könnte auch sagen, böswillig bewertet, sagt, da haben sich die Schwarzen und da haben sich die Grünen durchgesetzt. Gehen Sie einmal davon aus, Herr Schalauske, das ist jedenfalls meine Antwort auf entsprechende Vorwürfe, die ich auch hin und wieder habe, dass ich glaube, beide Seiten keinen Vertrag unterschrieben haben mit Punkten, hinter denen Sie nicht am Ende des Tages auch stehen können, auch hinter den Kompromisspunkten. Und einer der schwierigen Kompromisse für die Grünen war der Frankfurter Flughafen. Ja, das wissen wir doch alle. Und ich glaube, es ist auch nach wie vor legitim, dass Grüne sagen, wir hätten ihn nie gebaut. Das ist in Ordnung, das wissen auch alle. Aber ich finde es auch legitim und sogar notwendig und höchst verantwortlich, dass die Grünen sagen, wir tragen das mit, weil es eine Voraussetzung für uns jedenfalls war, bei der ersten Runde 2014, dass wir gesagt haben, das ist für uns so essentiell für die Region, für die Menschen, für die Jobs, für die Arbeitsplätze in der Region, aber auch darüber hinaus, dass wir bitte sagen, das ist eine Conditio sine qua non, aber wir sind bereit, auch ich selber habe da sehr intensive und viele Gespräche mit Tarek Al-Wazir geführt, wir sind bereit, wenn ihr das grundsätzlich mittragt, dass es eine Rechtskraft dieses Ausbaus damals ja gegeben hat, dann könnt ihr mit uns über Segelflugzeuge am Frankfurter Flughafen reden, im übertragenen Sinne. Natürlich gibt es dort keine Segelflugzeuge, aber ich finde, was der Verkehrs- und Wirtschaftsminister in den letzten Jahren dort erreicht hat, ist außergewöhnlich. Das gibt an keinem Flughafen dieser Welt ein zweites Mal. Das können Sie noch so kleinreden. Und am Ende sage ich Ihnen, der einzige hier im Raum, der Wählerinnen und Wähler in seinem Wahlkreis, und nicht mein Wahlkreis, sondern der, wo ich kandidiere und auch knapp noch einmal wieder gewonnen habe, der mit dem Thema vom ersten Tag an konfrontiert bin, bin ich. Und wenn ich Ihnen heute sage, dass ich in meinem Wahlkreis Mailbriefkasten seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren keinen einzigen Mailadressaten oder Schreiber mehr hatte, der mit dem Thema Fluglärm kommt, dann ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir jedenfalls einiges richtig gemacht haben dort. Nämlich den Menschen gesagt haben, wir halten den Flughafen und die weitere Entwicklung für dringend geboten, aber auch den Menschen gesagt haben, wir tun das Mögliche, um Lärm auch Grenzen zu setzen. Und deswegen haben ganz viele in dieser Region, Herr Schalauske, und das ist völlig falsch. Ich weiß übrigens nicht, warum ich mich heute so an Ihnen abarbeite, aber war halt so und ist in meinem Manuskript, das ich nicht habe, auch nicht vorgesehen gewesen, aber sei es drum. Dann ist es nicht so, dass da 5 Stunden nachts nicht geflogen wird, sondern wir haben ganz viele Bürgerinnen und Bürger, Anwohner am Frankfurter Flughafen, die haben 7 Stunden nachts kein Flugzeug, weil wir eine Stunde draufgesattelt haben. Das gelingt nicht immer. Das ist auch mal abhängig von Wetterlagen. Aber es ist das, was die Menschen erwarten von Politik, nämlich dass sie das, was sie vorher sagen, auch umsetzen. Und genau das machen wir. Und das führt dann am Ende auch zu ordentlichen Wahlergebnissen, auch und gerade in meinem Wahlkreis. Ja, und weil ich gerade beim Thema Umwelt bin und über den Lärm zum Umweltschutz komme, will ich auch ausdrücklich sagen, es ist kein allein grünes Thema, dass wir uns ums Klima kümmern. Es ist ein Thema, das alle und jeden von uns angeht. Manche wissen es noch nicht oder wollen es nicht wahrhaben, die AfD allen voran, dass es sie nichts angeht und betrifft. Aber wenn es so sein soll, machen wir auch Klimaschutz für die Menschen, die AfD gewählt haben, selbstverständlich für alle Menschen, weil wir glauben, dass das eine der größten, vielleicht die größte Herausforderung der Menschheit dieser Tage ist. Und weil wir überzeugt sind, dass wir als 6 Millionen Hessen in einer Welt, die auf 8 Milliarden Einwohner zusteuert, nicht alleine sind, weil wir davon überzeugt sind, dass wir unter 82 oder 83 Millionen auch nicht diejenigen sind, die alles am besten wissen. Aber weil wir auf der anderen Seite wissen, dass wenn wir hier in Hessen und ich sage auch in Deutschland etwas richtig machen, dass am Ende
zu einem Ergebnis führt, das Rückgang der CO2-Belastung heißt. Und dazu gibt es ja allen Anlass zu sagen, ja, das war und ist auch in großen Teilen erfolgreich, vielleicht manchen zu langsam, aber es gibt ja nachweisbare Erfolge. Und wenn es uns gelingt, dass wir damit am Ende nicht so viel Schaden, was beispielsweise Arbeitsplätze und Beschäftigung anbelangt, anrichten, dass in Summe die Menschen sagen, wir tragen das mit, wenn wir das hinbekommen, Klimaschutz, Rückgang der CO2-Emissionen und gleichzeitig Erhalt der Arbeitsplätze bzw. Konfiguration von Arbeitsplätzen in neue Technologien. Wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir eine Chance, der Welt zu zeigen, dass es geht, wenn man es denn konzertiert will und sowohl die Ökologie als auch die Ökonomie, aber auch soziale Belange gleichermaßen auf dem Radar hat. Und das machen wir in der Klimapolitik. Das machen wir insbesondere, wenn es um neue Technologien geht, auch nachweisbar. Es ist angesprochen worden, ja. Für mich war bis vor Kurzem die Fliegerei eigentlich völlig außen vor, wenn es um die Thematik CO2-Vermeidung geht. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es dort Technologien gibt, die jedenfalls dazu führen können, dass es keine CO2-Ausstöße mehr eines Tages gibt. Das ist noch lange hin, das weiß ich auch. Aber auf jeden Fall, alles das ist besser, als zu erklären, wir werden eine Gesellschaft von Stoppschildern, von Schildern und Verboten, wo Menschen sagen, warum denn? Lärm ist doch schön, eigentlich hätte ich gern, dass es so bleibt. Nein, das kann nicht so bleiben, aber wir müssen und sollten den Menschen immer nur das zumuten, was auch wirklich notwendig ist. Und diese Abwägung ist eine Dauerthematik, übrigens auch in dieser Koalition, das will ich ausdrücklich sagen. Und das ist auch gut so, weil am Ende dann etwas Gutes rauskommt, nämlich wenn man alle Risiken, wenn man alle Chancen gleichermaßen gegeneinander abgewogen hat. Und deswegen funktioniert das gut, schockierend stabil, wie Ihre Fraktionsvorsitzende das nennt. Das Thema schockierend lassen wir weg. Aber es ist so, dass wir auch weiterhin ganz sicher eine spannende Koalition sein werden. Und das vor dem Hintergrund, dass viele der Fragen, die wir hier in Hessen im Landtag oder außerhalb erörtern, ja auch die großen Fragen dieser Tage im Bund und in unserer Gesellschaft sind. Ich freue mich darauf, auch hin und wieder mit den Grünen zu streiten, mit den Oppositionsparteien zu streiten, auch mal innerhalb der CDU zu streiten, wenn es um den besten Weg geht. Ja, bei euch gibt es sowas nicht, bei uns kommt das vor. Am Ende aber den Menschen das Gefühl zu geben, die machen seriöse Politik. Die denken lange nach, bevor sie größere Schritte gehen. Das zeigen wir in diesen Tagen, Frau Kollegin Faeser, auch der Landwirtschaft. Ja, das ist nicht ganz einfach, mit Landwirten zu diskutieren. Aber die Landwirte müssen wissen, dass sie ein Teil der Herausforderung sind, aber nur ein Teil. Und wir uns darum kümmern, dass sie nicht ungerecht behandelt werden, sondern genauso behandelt werden wie die, die wir insgesamt brauchen, wenn wir vorankommen wollen. Und deswegen am Ende des Tages bin ich sehr gerne in dieser Koalition. Auch die nächsten 4 Jahre freuen Sie sich auf spannende und erfolgreiche Jahre für Hessen. Danke fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Mir liegt eine weitere Wortmeldung des Kollegen Richter für die Fraktion der AfD vor. Es verbleiben 3 Minuten und 13 Sekunden. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Boddenberg, was Sie gerade gesagt haben bezüglich der Kommunen, dass die so gut dastehen wie nie zuvor, das kann man so nicht dastehen lassen. Das funktioniert nicht. Nein, denn Sie vergessen etwas Elementares. Sie vergessen, warum Sie diese Überschüsse haben. Sie haben diese nämlich nur, weil Sie die Gewerbesteuern und die Grundsteuern erhöhen müssen und den Bürgern in den Kommunen das Geld abpressen. Das ist das Einzige, was im Moment dasteht. Und das verkaufen Sie hier als Erfolg der Landesregierung, meine Damen und Herren von der CDU. Das ist hochnotpeinlich angesichts der Situation auch von kommunalen Politikern, die tatsächlich bedroht werden, eben weil die Steuern erhöht werden müssen und die Leute keine Lust mehr haben, diese hohen Steuern zu tragen und es überall in den Gemeinden dadurch zu Problemen kommt. Das stimmt sehr wohl. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas sagen zu den Schulen. Es ist für mich ein sehr interessanter Ansatz, dass Sie hier von Schulen reden, die alle anscheinend so gut sind, wie wir sie z.B. gar nicht sehen. Das erinnert mich an Potemkinsche Dörfer.
Ich kenne mittlerweile jetzt anscheinend auch schon in Hessen Potemkinsche Schulen. Scheinbar kommen sie nur dorthin, in die Schulen und die Kommunen, wo man ihnen zeigt, was sie sehen wollen, aber nicht die Realität. Von daher können sie die Realität gar nicht wahrnehmen, die draußen in Deutschland stattfindet. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen und mal wirklich dorthin gehen, wo es brennt, und nicht dorthin, wo man der CDU die Füße küsst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir fahren morgen um 9 Uhr mit der Beratung der Einzelpläne und mit der Haushaltsdebatte fort. Die Abstimmungen zum Haushalt finden am morgigen Mittwochabend statt. Damit schließe ich die Sitzung für heute.